Willkommen zurück beim fröhlichen Elektrikerrösten in. Wir escapen immer noch dem Delirium. Ja, und zwar völlig. Oh, es werde Licht. Hier ist ein Tuch. Ein Schild, da steht drauf. Silence, was? Lass uns wieder so tun, als könnten wir lesen. Ja. Aber nur so tun, als ob. Aber wir gucken uns erstmal auch die anderen Dinge an. Zum Beispiel dieses Tuch. Ein schwarzes Tuch. Können wir das an uns nehmen? Na, nehmen bitte. Nimm du. Wir können. Und da ist eine Glaskugel drunter verborgen. Eine Rotglaskugel mit irgendeiner Flüssigkeit gefüllt. Helium! Ha, 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 ha! Stay alive! Stay alive! Aber so geil. Ja! Die tun wir zu der anderen. Und unser Inventar ist schon total zugemüllt. Mit allen möglichen Zeugs. Da müssen wir gleich auch mal einen Check machen. Okay, was haben wir noch? Einen Kranz haben wir hier. Da hängt ein Kranz. Oh komm, lieber Franz, schenk mir einen Kranz. Den will ich auch haben. Ich hoffe, wir werden nicht beschattet. Und auf dem Schild steht Silence. Ruhe bitte. Wir sind nämlich in einer Bibliothek. Oh ja, das war so geil. Vor allem ist so viel Kundschaft da, ne? Ja, also die Leute in diesem Dorf sind noch belesener als wir, wirklich. Hammer. Ich denke, also bin ich. Dass das Bücher sind. Ja, das haben wir uns auch gedacht. Horror? Ah, lass mal Horror. Lass du mal Horror ja, gucken? Ja, ich will Horror gucken. Das Kinderbuch. Horror, das Kinderbuch, cool. Was gibt's noch? Voodoo-Kult? Oh, Voodoo-Kult ist auch gut. Ich gucken. Nettes Geschenk für wen? Für seine Großmutter. Aber Geschichten, aber diese Wahrsagerin hat doch. Oh, eine Notiz, die will ich haben. Ich mag das nicht. Warum nicht? Dann guck sie dir an. Das Stück Papier verweist auf ein. Verweis schreibt sie ja nur mit einem S auf ein ausgeliehenes Buch. Glaube ich zumindest, okay. Also Germanistik haben diese Jungs bestimmt nicht studiert, so wie ich das sehe, oder? Oder sie haben sich vertippt. Das glaube ich nicht. Was ist DIY? Was ist das? Do it yourself. Okay. Dictionary? Da ist nichts Gescheites drin. Also ich suche immer noch dieses Buch. Irgendwas mit der Heiligung oder so. Aber oder da links hat es auch noch Bücher. Ja. Ah, Magic. Heiligung. Oh ja, hier. Genau. Ein Buch über Heiligung. Schön. Können wir denn das an uns nehmen? Hallo. Nimm Buch Heiligung. Nimm. Er hat schon. Hat er dann? Ja. Ah, okay. Dann gucken wir es uns an. Die Religion beinhaltet das Schicksal eines jeden Einzelnen, obwohl es noch niemand geschafft hat, das Seinige herauszufinden. Jeder Gläubige an eine alte Legende, die besagt, dass es eines Tages einem Fremden gelingen wird. Anleitung: Ein lebender Steinkopf markiert den Platz, an dem das Ritual vollzogen werden soll. Die Legende besagt, dass dieser mysteriöse Ort irgendwo im Nordosten liegt. Aha! Es wird auch beschrieben, dass es dort nur zwei Dinge zu tun gibt. Platziere die zwei Glaskugeln an den richtigen Stellen. Oh toll, wir haben schon zwei Glaskugeln. Sprich die in der Legende genannten Worte. Almecum dar. Und weiter? Ja, und guck, was passiert. Okay. Kommt man sich ein bisschen vor wie Hermine Potter. Hermine im Potter, so meine ich das. Ja, oder ja. Potter in Hermine, aber das ist eine andere Geschichte. Guck mal, der repariert hier auch, während das so lange das Spiel dauert, steht er jetzt da oben. Warum das so ist, weiß ich ja, nicht. Ja, der kriegt wahrscheinlich Kundenhonorar. Das kann sein und ich will auch unbedingt diesen Presslufthammer Bernard. Und der löscht auch immer das Feuer. Aber wir haben eine neue Location.
Nordosten. Lass uns zur Windmuse. Ja. Hä, links ist Tag und rechts ist noch Nacht. Nee, das Was? Soll Feuer sein. Ach so. Feuer. Sieht aus, wie wenn es da jetzt Tag wäre. Ja, das ist auch Tag und Nacht gleiche hier irgendwie, doch. Ich dachte, wegen dem Feuer, weil ja hinten ein solches rotes Zeug gelb. Nee, das Feuer ist ja im Dorf. Ja, du habt recht. Also Steffi, du hast recht, ja. Gut, aber... Ich hab nicht immer recht, aber ich irre mich nie. So kann man es auch ausdrücken. Das ist aber Welt, wo du hingehst. Hermalene. Entschuldigung. Oh, guck mal, ich will mein Spiel speichern. Ich will unbedingt live speichern. Unbedingt. Und zwar als Folge 6 schon mal. Was? Wir haben schon 6 Folgen? Krass. Ja, wir haben schon 6 Folgen. So. Hammerhart. Lass uns, ja, genau. Total. War ja auch erst Sieht Ostern. Aus wie eine Statue. Genau. Dann sollten wir mal diese beiden Statuen... diese beiden Glaskugeln. Ich bin schon völlig verwirrt. Das kann ich nicht benutzen. Warum nicht? Vielleicht geben. Das gehört mir. Was ist das denn hier? Stein und Stein. Und zwar bewegen die sich. Säule. Ah, ah, ich glaube. Und das Ding schielt wie Pest. Ja, genau. Ich muss es auf die Säule legen. Der schielt und rollt mit den Augen, dass einem Angst und Bange wird, ja. Das erinnert mich an Nacht und Nacht. Mhm. Almee, komm da! Oh, es passiert und was. Nu? Oh, oh. Es wackelt der Bildschirm. Oh! Angst! Oh mein Gott. Panik! Oh, schöne Vorstellung. Ja, und jetzt? Genau, frage ich auch. Oh, da kommt was raus. Und jetzt? Was soll das denn bedeuten? Sie zu knechten. Was soll ich jetzt machen? Ich habe da eine Idee. Oh, ah, okay, der ist zurück zur Wahrsagerin. Und dann hat sich ihr Mund geöffnet und eine Vision von einem Ring ist erschienen. Aber was soll das alles bedeuten? Können Sie mir da weiterhelfen? Der Ring, den du gesehen hast, eröffnet den Weg zu einem großen Mysterium. Aber dies ist von einem Geist bewacht, einem mächtigen Geist. Geh nach Südosten. Pass gefälligst auf Südosten und nicht nach Westen. Okay, ist ja in Ordnung. Schrei nicht so. Einfach sein wird. Aber du wirst es schaffen. So wie du bist. Du bist der Erwählte. Wie redest du denn mit mir, ey? Es ist ein Schicksal, den magischen Ring zu finden. Also eigentlich wollte ich nur aus diesem Dschungel raus und nach Hause und eigentlich sollte ich als Zeuge aussagen irgendwo gegen Mörder und jetzt soll ich einen magischen Ring finden. Ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Das erzähle ich dir später. Jetzt geh und such den Ring. Ich bin der Erwählte. Ich? Der Guybrush-Klon? Ja. Ich glaube, die hat einen Gehirnschaden. Ja, und nicht nur die. Ich sag jetzt nicht, wer noch. Nein. Okay, dann gehen wir wieder raus da. Wie das sich an den Dorf gefallen hat. Gut, dann schauen wir doch mal auf der Windrose, was da in Südosten los ist, oder? Ja. Das wäre ja dann hier. Oh, da ist ein Bus verunglückt. Oh mein Gott, das ist ja... Also die Programmierer, die haben es aber auch gehabt, Die haben oder? Echt Zerstörungswut gehabt, ey. Der Bus hatte einen Unfall und da sind viele tote Leute drin. Die haben zu viel Stub langsam geguckt. Oh mein Gott. Kein Kommentar, Chris. Ich habe jetzt nicht gelesen, was er gesagt hat. Hier steht erstmal eine Stange. Die habe ich erstmal übersehen. Die nehmen wir uns mit. Oh, meine Güte. So.
Können wir denn da irgendwas helfen noch oder so? Irgendwelchen Leuten, Leute retten? Mit denen mal reden. Hello, please speak to me. Warum redet der eigentlich zwischendrin immer Englisch? Ich habe keinen Plan. Da haben sie keine Lust gehabt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Das sind aber deutsche Entwickler gewesen. Also insofern wundert mich das ein bisschen. Haben sie wahrscheinlich aber ich glaub, die Zigarettenpause gehabt. Ja. Das ist gut möglich. Okay, wollen wir uns in diesen Eingang trauen? Yes. Ich habe Angst. Sag mal, nee, wartet mal, was haben wir jetzt eigentlich hier alles im Weg? Guckt euch das mal an. Ein Fallschirm, eine Glasscherbe, ein Brecheisen, ein Einwegglas, eine Machete, eine Steinschleuder, Steinchen und ein Kaugummi. Klostopfer, Notenblatt, Feuerstein und ein Rosenkranz, ein Eimer und ein Dolch. Warum haben wir eigentlich eine Machete und ein Dolch? Finde ich völlig überflüssig. Eine Kordel, ein Tuch, ein Kranz, die Heiligung. Und eine Weidenrute. Wo haben wir die denn hier? War das die Stange, die da? Keine Ahnung. Das ist ja auch egal. Gut. Also auf jeden Fall ein Haufen Müll, ja, wie Alice sagen würde. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Oh. Oh mein Gott. Wo müssen wir jetzt tauchen? Oh, das schwarze Wasser wird nicht gehen. Ich kann hier auch gar nichts machen. Ich kann auch nicht tauchen. Ich kann mir nur das Rohr angucken. Du sollst das angucken. Da ist ein Rohr. Ja, schön. Und hier ist ein Abfluss. Der Tunnel führt zu einem Raum dahinter. Aber ich kann hier leider nicht unter... Oh Gott. Also gut, wieder zurück. Das heißt, wir brauchen irgendwie Sauerstoffflaschen. Wir haben auch schon welche gesehen, ne? Stimmt, ja. Ja. Und ich weiß auch noch, was wir machen müssen. Das ist fast noch absurder als diese finalen Szenen in Monkey Island 2 mit Guybrush und LeChuck. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest. Also das hier ist ja auch eine unbeschreibliche Szene, oder? Komm, die genießen wir mal eine kleine halbe Sekunde oder so. Diesen Toten, der ist immer noch ohnmächtig. Yes, ich auch. Och, Marlene. Immer so schnell. Oh, warte, was wolltest du mir zeigen? Zeig's nochmal. Nix zeigen, wir wollten ihn peitschen. Komm, Slomi. Okay. Ah, der ist doch schon tot. Yes. Oh, kann nur einer peitschen. Seid ihr so gemein. So. Ihr seid so fies. So, guck mal, hier haben wir doch diese Gasflaschen. Und ich hatte eben noch irgendwo ein Kaugummi. Wenn ich das jetzt noch wiederfinde, hier. Und wenn ihr findet, dass das absurd ist, hallo, sag mal, hallo. Hallo. Wo ist denn jetzt mein scheiß Kaugummi wieder hingekommen? Wo ist das? Das ist für ein Mund, hä? Ja, da ist wie so ein Blatt. Ja, ist nett. Wo ist das denn? Ganz. Ah, hier! Ah, den habe ich platt gemacht. Okay. Und jetzt guckt mal. Das ist nämlich eine richtig gute Idee der Entwickler. Und jetzt habe ich eine Kaugummiblase. Nein, voller Kaugummi gefüllt mit Luft. Hurra! Und dieser Papagei, der fliegt da auch immer rein und raus. Na, da sitzt er jetzt hier. Polly, Polly! Polly will ich nie. Ja, wir lösen das Farbrätsel. Verwittertes Zinn. Oder was noch? Arschgrau. Am Ende haben wir alles nur noch mit Arsch gesagt, weil wir so angenervt waren, glaube ich. Oh, schön. Ah nein, Arschgrau. Arschgrau, genau. So, dann gehen wir wieder hier hin. Das schaffen wir nämlich noch in dieser Folge. Steffi, bist du schon eingeschlafen? Nein, ich bin noch da. Gut. Gut. So, und was wäre... Ja, ölig, oder? Benzin? Nein, das ist Wasser. Aber ist aber dunkel. Ja, in der Höhle ist es ja auch dunkel.
dann ist das Wasser eben auch dunkel. Warum das allerdings so hell ist, wissen wir nicht. Aber egal. Was wir da tun, erfahrt ihr in der nächsten Folge, ihr Lieben. Bis dann, bleibt dran. Sure. Das wird gruselig.